Willkommen zurück zu Far Cry 6. Ich bin gerade auf dem Weg nach einer FNW-Basis, die ich übernehmen möchte. Clara, ich bin bei der Universität. Hier sind sehr viele Soldaten. Das Militär hat die Schulen geschlossen und die Rektorin als Geisel genommen. Das war meine Alma Mater, Dani. Halte sie. Bin dran. Kämpfen. Egal. Hochgehen. Das ist wieder so ein Alarm, den ich nicht mit Schießen ausschalten kann. Da ist eine Kamera drin. So, jetzt mal ein bisschen sneaky vorgehen. Okay, Vorsicht. Zwei Alarme noch übrig. Ach, die Leute sind da drin. So, jetzt habe ich alle markiert hier. Wer ist da? Keiner ist hier. Hast du was gehört? Hast du das gehört? Sieh nach und mach Meldung. Nein. Hab was gehört. Untersuch das schnell. Alle unten. Guckst du? Hm?
Oh, oh. Nein. Gracias. Kein Ding. Ein Schlüssel. Aber wofür? Ups. Das war sneaky. Das war schon mal einfacher als sonst irgendein Außenposten oder irgendwie so eine Basis. Was war das? Oh, kann ich Heli rufen? Da ist eine Kiste. Ist oben. Oder? Gehen. Oh, Schlüssel benutzt. Alles einsammeln hier. Das haben die Soldaten bestimmt irgendwem geklaut. Uah, zum Glück ist das Ding verpackt. Da, jetzt. Können wir dann als nächstes hin. Das haben wir eingenommen. Ach, da können wir noch hin. Schnellreise dahin. Da unten haben wir noch ein paar Missionen. Gehen wir da mal hin. Hey, kannst du mit Elektrowerkzeugen umgehen? So. Oben. Echt scheiße, dass so viele von uns nicht kämpfen wollen. Ja, machen wir weiter. Diese medizinischen Vorräte helfen uns, viele von der Guerilla wieder zusammenzuflicken. Gracias. Lucky weiß sie auch zu schätzen, selbst wenn sie es nicht zeigt. Und es war klug, La Moral mitzubringen. Dieses Lager braucht frisches Blut. Jetzt müssen wir an Lorenzo arbeiten. Die Hälfte der Abuelos hier hängt an seinen Lippen. Conron meinte, Lorenzo müsste nur mal eine Bio-Wiederanlage besuchen. Aber bring Lorenzo mal dazu, irgendwas zu tun. Das ist wie ein Laster durch den Schlamm zu ziehen. Seitwärts. Ich werde ihn ein bisschen daran erinnern, wofür wir mal gestanden haben. Und du bringst Bio wieder zu ihm. Du musst nur reinschleichen, Fotos von allem machen, was verdächtig ist, und abhauen. Für eine sogenannte Forschungseinrichtung haben die viel zu viele Waffen pro Laborkittel. Die haben was zu verbergen, Bebe Tigre. Und wir werden es Lorenzo ins Gesicht klatschen, was es auch ist.
Machen wir mal. Ich hoffe, du kannst mit Kameras umgehen. Was sagt ihr Kids heutzutage? Kein Filter? Ich kann keinen Junkie in meiner Lage gebrauchen. Und die Tabletten brauchen 1300 Meter. Aber Danny und Ron haben eine riesige Kiste gebracht. Du hast auch noch eine Mission? Dass ich zu diesen Ancianos mal aufgesehen habe. Verschwende deine Zeit nicht. Wir befreien El Este mit ihnen oder auch ohne sie. Du musst mit meinem Boss sprechen, Yelena. Und du musst dir aus der Nähe ein Bild von uns machen. Geh in El Agujero vorbei. Das ist die krasse Basis von La Moral en Concepción. Sag dem Türsteher Folgendes. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ich sag Yelena, dass du auf dem Weg bist. Boah, das sind 3000 Meter. Flugzeug rufen oder Heli? Helikopter. Und wir machen... das hier. Das ist nämlich 1300 Meter. So. Wie war nochmal die Steuerung? Steigen Sie. Unidentifiziertes Flugzeug im gesperrten Luftraum. Achtung, Pilot, landen Sie, sonst eröffnen wir das Feuer. Okay. Gottverdammt. Hey. Bitte Gott, verschone mich. Riesiges Gebiet hier. Das ist eine. Gute. Der Johnny kann euch auch nicht retten. Hä? Keine Zivilisten oder Unbewaffneten? Ich hab doch. Hä? Das ist doch kein Zivilist. So, jetzt. Ein paar Mal daneben geschossen, aber dann geht's. Jetzt muss ich der Mission nachgehen, Mensch. Nix da. Ah, du hast nichts gesehen. Baby Tigre, wo du gerade bei der Anlage bist, ich möchte, dass du jemanden für mich suchst. Wen?
Sie heißt Gabriella und stammt aus dem Fischerdorf. Sie hat uns Essen und Vorräte gebracht. Lorenzo hat sich immer über ihre Tattoos und die gefärbten Haare lustig gemacht. Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie Yara verlassen wird. Danach kam Gabriella nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefärbte Haare. Ich halte die Augen offen. Gracias. Ich fürchte, dass was Schlimmes passiert ist. So. Forschungsanlage. Wo kommt man da rein? Fotos machen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo reinkomme. Natürlich den nicht weggemacht, den Alarm vorne. Nein! Heil dich! Ach, ein Heli. Okay. Yeah.
nicht hier. Ist kaputt. Heilen. Wieder beleben. Aua. Alter, kann ich mich ja noch nicht mal heilen, ey. Ich habe kein gutes Gefühl an diesem Ort. Rein muss ich also oben hin. Diese ganze Krebsbehandlung Schwachsinn. Was tun Borneo? Die haben menschliche Labore. Was testen die? Damit wird Castillo nicht durchkommen. Ich brauche mehr Bilder. Gib mir noch Stuff nehmen. Ja. So,
erst warten, oder was? Ich glaube, er wird vielleicht. Verstehe. Ein beschissenes Monster. Ich brauche mehr Bilder. Wo muss ich Bilder machen? 61 Meter. Geht das? Darf mich nur jetzt nicht sehen. Raus hier. Sie ist tot. Das dachte ich mir schon. Okay, bring die Fotos zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass Lorenzo aufwacht. Oh. Keine Sorge, ich passe gut auf Sie auf. Abgeheilt. Hey, was soll das? Castillo wird dieses Land niederbrennen, wenn du ihn nicht aufhältst. Na los. So. So, wir sehen uns dann da wieder. Wir waren nur Kinder, Altiere. Lorenzo, ich habe Fotos von dem Ort gemacht, den Conron erwähnte. Man muss wischen, nach links. Sehen Sie frei für dich aus? Mierda. Das ist das, wogegen Libertad und la Moral kämpfen. Man kann uns dafür hassen, aber wenigstens tun wir was. Niemand hat das verdient, Lorenzo. Das passiert überall in Jana. Das kriegst du nur von diesem Berg aus nicht mit. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe nicht für Castillo gestimmt. Der Krieg ist vorbei. Das war Zeitverschwendung. Está bien. Du hast ihn erschüttert. Alles abgeschlossen. Warum wir hier sind. Als ich so alt war wie du jetzt, lebte ich jeden Augenblick, als wäre es mein letzter. Im Kampf kocht das Adrenalin hoch und die Leidenschaft ebenso. Liebe in Zeiten der Revolution war wie die Schlachtfelder, auf denen wir kämpften. Kompliziert und in Rum getränkt. Ich habe die Herzen zahlloser Frauen verletzt, die in dieser Zeit mehr von mir wollten. Miguelina, süße Miguelina. Ich habe ein Kriegsverbrechen an ihrem Herzen begangen. Sie war meine Erste. Als sie das Wort Liebe sagte, rannte ich davon. Ich war so ein Feigling. Heute, da ich mich dem Schaden stelle, den ich angerichtet habe, weiß ich, dass ich es wieder gut machen muss. Bitte, gib ihr diesen Brief von mir. Miguelinas Verstand kämpft immer noch gegen Gabriel Castillo. Und vielleicht auch ein bisschen gegen mich. Ich wollte sie besuchen, aber sie hat eine Festung um ihr verletztes Herz errichtet. Vielleicht kann mein Brief das ändern. Ich dachte, deine Güte ist die Sonne im Zwielicht meines Lebens. Das sind 1000 Meter. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut da rein. Ciao.